Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Cornel. Wir sind zurück bei New Super Luigi U und wir gehen in die Zuckerwattenwolkenzone Bowser Luftschloss Luftschiff und landen auf einer Wolke, hier in den Gewitterwolken, kurz vor Peach Schloss. Sehen wir das eigentlich im Hintergrund? Keine Ahnung. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich erstmal meinen Power-Up verliere. Nee, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und habe mich jetzt schlussendlich dazu entschieden, dass ich das Level einfach schaffe. Was haltet ihr davon? Ich denke, ihr seid ja ganz auf meiner Seite. Ja, ich denke schon. Ist einfach auch eine gute Entscheidung. Ich meine, das Level hat es verdient, geschafft zu werden. Und ich weiß auch nicht, im letzten Part, das war halt dann auch einfach ein wenig... Ja. Ich wollte das Level jetzt eigentlich sofort schaffen. Aber ich habe die Befürchtung, dass das nicht ganz funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ach du Scheiße. Nein, nein. Nein, 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 bitte. Wir brauchen kein Power-Ups. Power-Ups werden überbewertet. War irgendwo hier die zweite Sternmünze noch? Ich glaube nicht. Ach, irgendwie hat dieses Luftschloss so etwas, was mich einfach ein wenig... Ach, doch, ich glaube, wir haben die zweite Sternmünze vergessen. Und wir haben... Ja, schmeiß mir den Bomb-Omb auf den Kopf, ey. Den Bob-Omb. Bomb-Omb. Keine Ahnung. Ihr wisst ja, wie er heißt. Ihr wisst es doch. Der Bob-Omb. Schmeiß ihn mir auf den Kopf. Irgendwie hat dieses Luftschiff etwas, was mich nicht ganz so... Was ich nicht so mag. Wo war denn die zweite Sternmünze? Warum habe ich die verpasst? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht so genau. Ist diese Hand gescriptet? Oder nicht? Was ist mit... Ich weiß nicht, was dieses Level mit mir macht. Wahrscheinlich, weil ich so gerne in die Lava-Welt möchte. Wahrscheinlich macht das Level deswegen so viel Shit hier. Ist es immer so, dass die Hand so unfassbar spät einschlägt, dass man nicht mehr wegkommt? Anscheinend. Wenn jetzt... Oh, geil, jetzt können wir uns die Sternmünze holen. Nein, 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 nein. So, jetzt sollten wir hier auch einen Propeller, ja. Jetzt sollten wir hier auch eine Eichel kriegen. Zack, Eichel bekommen. Ich sag einfach nichts mehr. Da ist doch die zweite Sternmünze. Ich bin so dumm. Ich hätte gerne Eichel. Wow, das war knapp. Hätte der mich da jetzt runtergehauen, dann wäre ich aber ausgerastet. So. Gib sie mir, ist mir egal. Dankeschön. Und jetzt ab in die Röhre. So, und jetzt müssen wir die dritte Sternmünze finden. Kostet, was es wolle. Wie machen wir das? Wir werden sofort zum Pau und den einfach schmeißen. Mit aller Kraft, die wir haben. Ich sehe hier keine einzige Andeutung, wo die Sternmünze sein könnte. Nein, nein. Warum ist hier keine Sternmünze? Wo ist denn die... Wo sollen diese Sternmünze sein? Oh, Mann, ey. Es kann doch nicht sein. Oh, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Ahnung, wo die Sternmünze ist. Ich werde die wahrscheinlich dann einfach offscreen mal wieder suchen und dann später holen. Ja. Ich bin tatsächlich gerade ratlos. Vielleicht ist sie doch da in dem ersten Abteil noch. Ah, ich wäre einfach gerne auf dich draufgesprungen. Zack, in deine Fresse. Hinten rein, Krötengebein, du schlabberndes, flabberndes, rabberndes, sapperndes. Nein! Und BÄM! Der hat gesessen, hoffe ich. Und nein! Und BÄM! Dankeschön, endlich! Und jetzt komm, ja, Storytelling und so, mach das Schiff kaputt. Hau mit deiner Faust drauf, es ist doch in Ordnung. Niemand will das sehen, wir möchten in die Lava-Welt. Lava-Welt, Lava-Welt, wir möchten in die Lava-Welt.
Lava-Welt, Lava-Welt, ich möchte in die Lava-Welt. Denn die Lava-Welt ist mit Sicherheit ganz schön. Und nach der Lava-Welt kommt die Special-Welt daher. Und dann ist es alles super und es ist wunderbar. Schalalalala, die Lava-Welt, oh ja. Ich möchte in die Lava-Welt. Es ist übrigens gerade Sonntag, der 23.06.11.18 Uhr. Random Fact, FTW. Das Spiel ist Donnerstagnacht rausgekommen, das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich bin jetzt in der Lava-Welt, ich hätte das natürlich auch schneller durchspielen können, aber ich muss ja mal aufnehmen, wenn ich spiele. Und wie ihr vielleicht wisst, kann man nicht immer aufnehmen. Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, man muss ja auch rendern und so, und in diesen Zeiten, da kannst du dann halt einfach nicht aufnehmen. Und man hat ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, außer aufnehmen, und ja, da kann man dann nicht immer spielen. Und ich kann ja nicht spielen, ohne aufzunehmen, weil es soll ja blind sein, und das soll es ja auch, und ich möchte das ja auch blind aufnehmen. Und ich glaube, so viel, wie ich von diesem Spiel in 4 Tagen aufgenommen habe, so viel habe ich noch nie von einem Spiel aufgenommen. Deswegen ist das Let's Play wahrscheinlich auch ein wenig, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch gut. Meine Güte, ich hoffe einfach, ihr habt Spaß. Und ich hab's auf jeden Fall. Es ist ein fantastisches Spiel. Und, ja, ne? So und so und so und so. Boah, da oben ist Peach. Hallo, Peach. Peach, wie geht's dir? Peach. Ja. Man kann ja mal eben Hallo sagen, oder? Trifft man eine alte Bekannte, da kann man ruhig mal ein bisschen... Boah, krass, sieht das geil aus. Wow, das war knapp. Das war auch knapp. Gut, Lava-Welt. Da ist eine Sternmünze, ich hab sie gesehen. Ich hole sie mit dem Koopa-Panzer. Ratschaka. Okay, erste Sternmünze haben wir. Schwierig an der Lava-Welt wird wahrscheinlich sein, dass, ja, man halt, ne, viel Lava und so, Meteoriten, Regen. Was allerdings ein bisschen die Lava-Welt vielleicht sogar einfacher macht, ist, sind die kurzen Level. Weil... Oh, ich hätte gedacht, da kann man drüber, aber ich glaube, es geht nicht. Was die Lava-Welt vielleicht ein bisschen einfacher macht, sind die kurzen Level, denn schwierig war doch immer, dass man so viel, ja, dass man so viel ausweichen musste die ganze Zeit. Und hier muss man ja jetzt relativ schnell durch. Ich habe aber die 3. Sternmünze verpasst. Das gefällt mir nicht sonderlich. Ja, das war eine grandiose Idee. Meine Güte. Aber wo soll die 3. Sternmünze sein? Ich meine, da ist doch bestimmt kein... Da ist doch bestimmt nicht irgendwo ein... Eine Ranke drin, oder? Ich weiß nicht. Wir müssen noch mal gucken... Ansonsten saven wir erstmal die ersten beiden. Nein, nein, nein. Na, das war jetzt doof von mir. Das war jetzt doof von mir. Ansonsten sichern wir jetzt erstmal die ersten beiden Sternmünzen, wenn wir sie gleich wieder nicht finden sollten und da hinten sind. Weil dann haben wir genug Zeit hier reinzugehen, dann können wir durchlaufen und dann passt es schon. So. Oh nein. Dankeschön. So, kriege ich hier nochmal irgendwo... Jetzt kriege ich wahrscheinlich nur einen Pilz als Power-Up. Ah ne, rote Münzen, richtig. Ich vergaß. Ich vergaß die Juden. Haha, lustig. Ach komm, ich wollte diese rote Münze. Das ist halt als kleiner Luigi doof. Da muss es springen. Stirb wieder. Sterb, stirb, storb. Ich bin gestorben, ja. Du bist schon wieder gestorben. Gestorben doch nicht so oft. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Ich bin so klug. K-L-U-K. K-L-U. Komm schon. Ich hab das falsch. Okay, jetzt konzentrieren wir uns nochmal. Calm down, Cornel. Beruhige dich und besinne dich deiner Stärken. Scheiße, ich hab keine Stärken. Ich bin verloren. Okay. So. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab voll viel Zeit. Das war so. Das war so. Nein. Warum? Es nervt mich gerade ein bisschen. Ich möchte nicht zu diesem Level da Gedanken sagen. Dieses Level ist scheiße.
Macht mal, wer will denn eine Lava-Welt? Können die hier nicht Blümchenwelten hinmachen, ey? Kein Mensch auf dieser Welt will eine Lava-Welt. Ist doch voll zum Kotzen. Ja, mach meinen Koopa kaputt, du Pisser! Achso, der... Nein, nein! Ja, super. Super! Ja, like a Skiller. Ich bin so der übelste G... Halt einfach deine Fresse, Cornel. Das ist das Beste, was du... Ja, komm, lass den Panzer einfach liegen. Ach, danke schön. Das dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr werden. Nein, nein, nein. Hoch, hoch, hoch. Luigi, yeah. Nein, nein. Leck mich doch am Arsch. Das ist doch hier alles Beschiss. Alle zusammen. Purer Beschiss. Dieser Panzer, warum habe ich das gemacht? Ich weiß doch, dass da nichts ist. Oh, ich mache mir das Leben auch... Ich bin nicht immer so schnell. Doch, ich glaube, ich bin schon relativ schlecht in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Ach. Oh, Alter. Was ist das denn für ein Iron Koopa? Ja! Mann, das dauert immer so lange, bis das wieder oben ist. Ich habe gerade keine Geduld. Merkt man's? Merkt man's? Ganz ruhig, Korne. Ganz ruhig. Konzentrier dich einfach wieder ein bisschen. Wenn du einmal in so einem Moment bist, wo es nicht funktioniert, dann ist es einfach auch voll schwer, da wieder vernünftig rauszukommen. So, wie funktioniert... Ach ja, das... Mann. So, wunderbar. Ist doch gar nicht so schwierig. Ich brauche für die zweite Sternmünze keinen Koopa-Panzer. Merkt ihr das? Okay. Wo ist sie? Ja, ich habe sie noch bekommen. Oh, das war aber knapp. Gut, jetzt haben wir auch mal eine Eisblume. Eis, Eis, Baby. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Nicht sterben. So, wo ist jetzt die dritte Sternmünze? Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Okay, da wahrscheinlich nicht. Oh, das wäre natürlich auch eine Option. Ich habe noch genug Zeit. Ich bin so gut, ich bin so gut. Es war irgendwie logisch. Warum sollte da oben sonst... Ach, Secret Exit? Nee, jetzt sag mir nicht, man muss bestimmt... Wobei, man kann sich hier... Nee, hier ist nicht die dritte Sternmünze. Boah, guckt euch den Luigi an. Der sieht mega geil aus. Nee, aber hier war nicht die... Ich dachte, das wäre die dritte Sternmünze, ey. Ich hab's echt gedacht. Stimmt, in dem Level gibt's ja einen Secret Exit. Hab ich ganz vergessen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Vielleicht ist die Sternmünze auf der anderen Seite. Bei diesem... Da, wo der Secret Exit war, nur auf der anderen Seite. Deswegen habe ich gesagt, auf der anderen Seite. Ja, halt einfach den Mund. Du blamierst dich gerade, Cornel. Ja, ich weiß. Selbstgespräche mit dem eigenen Ich sind immer relativ gut, weil... Nein, du bitte... Jedes Mal mache ich diesen dummen Fehler, nur weil ich keine Geduld habe. Mit Geduld und Spucke. Halt die Fresse. Okay, wir haben es gleich. Das guckt mir wahrscheinlich keiner mehr zu. Wir haben sich alle gedacht, guck mal, wie schlecht er ist. Nein, das ist mein blinder Cousin, der keine Arme hat, besser. Ja, ich weiß. Es tut mir leid für alle, die jetzt einen blinden Cousin haben und sich deswegen angegriffen fühlen. Ich mag blinde Cousins. Das ist auch falsch zu sagen, oder? Das kannst du so auch nicht sagen. Ja, Mann, ich bin halt nicht politisch korrekt. Es tut mir leid. Politisch korrekt sein ist doch was für Weicheier. Meine Güte. Man muss sich nicht immer über alles aufregen, ja? Man kann auch mal sagen... Keine Ahnung. Kann auch mal irgendwas sagen, was nicht politisch korrekt ist und trotzdem ein guter Mensch sein. WTF? Warum bin ich da unten? Hä? Das habe ich nicht verstanden. Da ist tatsächlich nichts. Nein, nein, ich wollte da nicht nochmal rein. Ich wollte da oben drüber gehen. War natürlich eine Schnapsidee von mir. Hier ist tatsächlich nirgendwo die Sternmünze, oder? Vielleicht ist ja hier, komme ich da dran? Vielleicht ist ja irgendwo eine Ranke drin. Ne. Hm. Das ist ein wunderbarer Part. Wir haben so viel geschafft.
Das eine Level müssen wir nochmal machen, weil wir es nicht vollständig gemacht haben. Und das Level hier haben wir auch noch nicht. Nee, das ist ein Part, in dem ich nichts geschafft habe. Es tut mir leid. Lacht mich einfach aus. Nutzt diesen Part, um mich auszulachen. Dann bietet er auch für euch Unterhaltung. Ja, danke. Nein, warum kommt das nicht hoch? Was ist das denn für ein Rhythmus? Das ist ja die größte Grütze, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mensch doch. Das ist es, wo? Du, wenn du so mega geil auf dieses Spiel bist und es die ganze Zeit nicht spielen konntest, weil... Na, ich muss warten, bis ich aufnehmen kann. Ich kann aufnehmen. Okay, ich spiele jetzt. Ja, es macht so einen Spaß. Es macht so viel Spaß. Es war so knapp. Ist mir egal, ich krieg eine Eisblume. Die Eisblume muss doch auch für irgendwas gut sein. Bin ich schon an der zweiten Sternmünze vorbei? Ich glaube nicht. Nein, die kommt hier. Gut. Nein. Oh, wenn ich da jetzt in die Lava gesprungen wäre, hätte es mich hier aber liegen gehabt. Okay, da ist definitiv nichts mehr. Vielleicht hier auf der anderen Seite. Aber da passt keine Sternmünze mehr hin, ne. Ich habe auch keine Idee, wo die noch sein könnte, um ehrlich zu sein. Ach was? Hä? Ich war doch schon mal hier drin, oder nicht? Wieso ist sie denn da nicht aufgetaucht? Das verstehe ich nicht. Bin ich nicht schon mal da reingesprungen? Da habe ich die aber nicht gesehen, dass die aufgetaucht ist. Naja. Wir sind in der Lava-Welt angekommen, für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Es ist ziemlich heiß. Eigentlich ist so eine Lava-Welt ja scheiße, wa? Warum wollte ich eigentlich dahin? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. New Super Luigi U mit dem Cornel. Tschüss, bis dann und ciao.